Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Snoo probiert. Diesmal habe ich etwas für die Forstarbeiter unter euch. Ja, deswegen stehe ich auch hier schon im Wald und sehe vor lauter Bäumen nicht. Ich habe zwei Handtools für euch ausprobiert und zwar hätten wir hier einmal eine Handsäge und ein Beil. Ja, beides ist vom Südtiroler Bauer Version 1.0 und wir machen natürlich das, was wir immer zuerst machen. Wir gucken uns die zwei Sachen im Shop an. Ich muss dazu sagen, das ist kein Pack, sondern das sind zwei separate Downloads. Da es aber relativ kleine Mods sind, dachte ich mir, ich mache das jetzt in einem Video. So, wir finden beides unter Diverses und da haben wir zum einen schon mal die Handsäge. Die bekommen wir für 54 Euro und 5 Euro am Tag. Und dann haben wir hier vorne das Beil. Das kostet uns 65 Euro und auch 5 Euro am Tag. Beides habe ich schon mal gekauft. Durchwechseln tut man das genauso wie wenn man mehrere Kettensägen hat. Macht man einfach mit dem Mausrad. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier mit dieser Handsäge an. Oh, nehmen wir jetzt gleich mal den Baum. Also drehen kann man es, ihr seht schon, genauso wie die Kettensäge. So, los geht's. Ja, funktioniert also. Oh, ich habe vergessen. Baum fällt. Funktioniert also wie die Kettensäge. Man hat hier natürlich ein bisschen mehr. Das Holzfäller-Feeling. Ja, Späne fliegen auch ordentlich, so wie sich das gehört. So, dann wechseln wir mal auf die Axt. Und auch die kann man drehen, wie gesagt, genau wie die Kettensäge. Und natürlich auch gleich bedienen mit der linken Maustaste. Funktioniert genauso wunderbar. Ist auch bei beiden ein schöner, realistischer Sound mit dabei. Jetzt hauen wir auch noch einen zweiten Baum um. So. Ja, wie gesagt, funktioniert ohne Probleme. Lock ist zumindest bei mir fehlerfrei. Also im Singleplayer jetzt, Multiplayer kann ich nicht sagen. Die Download-Links packe ich euch beide unten in die Videobeschreibung rein. Also ich finde beide Tools ganz lustig. Für so Sachen bin ich ja immer zu haben. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall etwas für die Forstarbeiter unter euch, die das Ganze ja, mit etwas mehr Körpereinsatz machen wollen. Dann würde ich aber sagen, ja, das soll es gewesen sein. So viel zu den zwei Handtools mit Funktion. Einmal Beil, einmal Handsäge in der Version 1.0 vom Südtiroler Bauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.